In dieser Visionsmeditation geht es darum, wirklich deine Vision zu aktivieren. Wie machst du das? Indem du einen klaren Gedanken mit einer wirklich kraftvollen, hochschwingenden, begeisterten Emotion verbindest. Du bist Schwingung, du bist nichts anderes als Schwingung und das, was du ausstrahlst, sind deine Gedanken und auch deine Emotionen. Es ist wie ein Radiosender, den du gestalten kannst oder deinem Unterbewusstsein überlassen kannst. In der Meditation werde ich dich als erstes in deinen Körper hineinführen. Warum? Damit du das alte Ich, deine ganzen alten Gedanken für einen Moment loslässt. Weil wenn du wirklich deinen Körper fühlst, wenn du in deinem Körper bist, kannst du nicht gleichzeitig denken. Also versuch möglichst viel zu fühlen in diesem ersten Teil. Und dir wird es gelingen, mehr und mehr im jetzigen Moment anzukommen. Im zweiten Teil der Meditation werde ich dich in das Feld führen. Die Quantenphysiker sprechen von dem Feld, in das du eintauchen kannst, indem du als erstes dein Ego loslassen kannst. Je mehr du dort wirklich dich mit dem Feld verbindest, umso besser kannst du deine alten negativen Mechanismen deines Unterbewusstseins ausschalten und im dritten Teil dann wirklich kraftvoll in deine Vision einzutauchen. Dann erschaffst du nicht aus deinem alten Ich heraus, das voller Mangel und Zweifel und Ängste ist, deine Vision, sondern du erschaffst sie frei. Du richtest aus dem Feld heraus deine Aufmerksamkeit auf das, was da sein wird, was du in deiner Zukunft erleben möchtest. Je intensiver du dir vorstellst, als wäre es schon da, umso intensiver, umso kraftvoller ziehst du deine Vision an. Zum Schluss werden wir noch einmal in die Dankbarkeit eintauchen, in die Dankbarkeit für das, was auf dich wartet in deiner Zukunft. Wenn du jetzt schon dankbar sein kannst für das, was auf dich zukommt, wirst du es umso schneller anziehen. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Meditation. Schließ deine Augen und riesel mit deiner Aufmerksamkeit wie bei einer Sanduhr aus dem Kopf durch den Hals immer mehr und mehr in deinen Körper hinein. Und spür als erstes deinen Atem. Spür, wie die Luft beim Einatmen in deine Lungen hineinfließt und beim Ausatmen deinen Körper wieder verlässt. Mit jedem Atemzug entspannst du dich immer mehr und mehr und wirst ruhig. Und spür als erstes in deinem Körper einmal den Innenraum deiner Brust. Dort, wo die Luft ein- und ausfließt, spür einmal, wie sich dein Brustkorb hebt und senkt mit jedem Einatmen und Ausatmen. Und versuch einmal, mit deiner Aufmerksamkeit wirklich dort zu bleiben. Für 3 Atemzüge. Wenn Gedanken kommen, nimm sie wahr und lass sie wieder ziehen und richte deine Aufmerksamkeit immer wieder zurück auf deinen Körper.
Wenn du deinen Körper spüren kannst, dann bist du im Jetzt, im Hier und Jetzt. Spür mal den Raum in deiner Brust. Und spür auch mal den Raum um deine Brust herum. Spür mal den Raum in deinem Bauch. Spür auch den Raum um deinen Bauch herum. Und spür mal gleichzeitig den Raum in deinem Bauch und den Raum in deiner Brust. Also den Raum in deinem gesamten Oberkörper. Dehn deine Aufmerksamkeit einmal aus auf deine Arme, die Hände, während du den Raum in deinem Oberkörper weiter spürst. Und nimm jetzt auch den Raum in deinem Kopf dazu. Den Raum in deinem Hals, deinem gesamten Oberkörper deine Arme, deine Hände und versuch einmal so intensiv wie möglich diesen Raum zu spüren in dir. Und dann um dich herum. Dehn deine Aufmerksamkeit weiter aus auf deinen Unterleib, deine Oberschenkel und du spürst deinen Körperinnenraum immer mehr und mehr deines gesamten Körpers bis runter zu den Füßen. Und spürst den Raum um deinen gesamten Körper herum. Wenn Gedanken kommen, ist kein Problem. Aber komm wieder zurück. In deinen Körper hinein, in diesen jetzigen Moment. Und spür mal den Raum vor deinem Körper, der endlos weitergeht. Spür mal den Raum links und rechts von dir. Der unendlich weitergeht. Spür mal den Raum unter dir. Dort immer weiter über die Erde hinaus, immer weiter geht. Und spür mal den Raum hinter dir, der auch dort unendlich
weitergeht. Spür mal den Raum über dir. Der auch dort unendlich weitergeht. Spür dich selbst einmal in diesem Raum, der um dich herum immer und immer weitergeht. Lass dein Ich für einen Moment los und genieß diesen Raum, das Feld. Und stell dir vor, du bist wie ein Wassertropfen, der jetzt in den Ozean fällt, der sich verbindet, eintaucht. Jetzt. Und fühl dieses Feld, diese Schwingung. Lass dich für einen Moment darauf ein. Lass los. In diesen unendlich weitergehenden Raum, in dem Meer aller Möglichkeiten, versuch einmal zu fühlen, wie weit dieses Feld geht. Wie unendlich weit der Raum ist, in dem du bist. Ein in dieses Feld und fühl einmal, wie es sich anfühlt. Dieses Feld ist intelligente Liebe. Fühl einmal dieses Feld der intelligenten Liebe, das dich umgibt. Das dich durchdringt und lass los. Und öffne dich. Wie weit ist dieses Feld vor dir und hinter dir? Wie weit ist dieses Feld auf beiden Seiten, links und rechts von dir? Und immer mehr und mehr wirst du zu diesem Feld.
genieße für einen Moment diese Weite. Und dann erinnere dich an deine Vision. Was ist deine Vision deines Lebens? Und geh einmal ganz hinein. Verbinde jetzt deine klaren Gedanken und fühle, als wäre es schon da. Wie würde sich das anfühlen, wenn du jetzt schon dort bist? Erlaub dir jetzt einzutauchen in diese Gefühle, in die Vorstellung, als wärst du jetzt schon dort. Spür die Begeisterung, spür die Freude und spür alles, was du dort tust, wie du dort denkst, wie du dort gehst, wie du handelst. Schaust jetzt dort aus deinen Augen, stehst dort in deiner Zukunft, in deinen Schuhen und spür mal, wie es sich anfühlt, in deinem neuen Ich zu laufen. Viel wichtiger als die ganz klaren Bilder ist das Gefühl, das du jetzt fühlst. Tauch ein in diese Zufriedenheit, in die Begeisterung. Tauch ein in die Freude, in die Leichtigkeit. Spür mal, wie du gehst dort, wie du handelst. Spür mal, wie du mit dir selbst umgehst in deiner Zukunft. Wie du dich angenommen hast, wie du dich liebst, wie du mit dir im Reinen bist. Wie du das ausstrahlst. Jetzt da. Du kannst es jetzt fühlen.
und spür mal, wie du deine Qualitäten, deine Fähigkeiten nicht weiter versteckst, sondern den Menschen zeigst, wie du in dir stabil bist. Wie es nicht mehr um Anerkennung geht, sondern um das zu leben, was du bist. Genieß diesen Moment, tauche ein, so intensiv wie möglich. Lass dich drauf ein. Aus in den Raum hinein. Du bist der Radiosender, du bist die Sendung. Lass es ins gesamte Universum hineinstrahlen. Dieses Gefühl, klaren Vorstellungen, wer du bist. Und spür die Dankbarkeit für das, was jetzt hier ist, deine Zukunft. Spür die Dankbarkeit für den Weg, den du gegangen bist. Spür die Dankbarkeit, wie du dich entwickelt hast. Vielleicht kannst du sogar Stolz spüren auf dich, dass du diesen Weg gegangen bist. Vielleicht magst du die Hand auf deine Brust legen und die Dankbarkeit fühlen für diesen Moment. Die Dankbarkeit für diesen heutigen Tag. Die Dankbarkeit für dich. Dankbarkeit für dein Potenzial, für deine schöpferischen Fähigkeiten. Die Dankbarkeit, dass du ab heute eine bewusste Radiosendung ins Universum schickst. Dass du ab heute dein Leben lebst. Nicht mehr das Leben eines anderen. Und dann stell dir für einen Moment vor, dass du mit dieser Energie heute durch deinen Tag gehst. Du weiterhin heute den ganzen Tag genau das ausstrahlst, dass du deine Werte lebst, dass du mutige Schritte gehst heute. Dass du du bist heute, nämlich dein neues Ich. Was taucht jetzt gerade an inneren Bildern auf? Welche Herausforderungen heute auf dich warten?
und spür diese Energie, wie du sie heute in diesen Tag mit hineinnimmst und deine Zukunft lebst, dein neues Ich in diesen heutigen Tag hineinbringst. Spür dieses Gefühl, ich nehme die Herausforderung an. Ich bin bereit, mein neues Ich zu leben. Begeister dich für dein Leben. Wer sonst soll sich für dein Leben begeistern, wenn nicht du? Ohne dieses Gefühl zu verlieren, öffne die Augen. Komm zurück in deinen neuen Körper, in dein neues Ich hinein. Bring's ins Leben.